In der Europäischen Union herrscht Freizügigkeit und deswegen geht es auch in Dortmund immer freizügiger zu. Mit anderen Worten, in Dortmund breitet sich der Straßenstrich aus und fast 90% der Frauen, so schätzen Hilfsorganisationen, kommen aus Bulgarien. Sie gehören dort zu den Ärmsten der Armen, sie suchen eine Chance auf ein besseres Leben und sie landen dann hier in Deutschland in der Prostitution. Seit Bulgarien von der Reisefreiheit in der Europäischen Union profitiert, kommen immer mehr Bulgaren nach Dortmund. Und das macht auch der Polizei Sorgen, denn laut der neuesten NRW-Kriminalitätsstatistik steigen auch die Straftaten von Menschen aus Bulgarien. Wir haben unseren Reporter nach Dortmund geschickt, um zu sehen, was da los ist. Am Ende eines Tages in Dortmund, Großrazzia auf dem Straßenstrich. Dort sind wir gerade, im Container der Beratungsstelle Kober. Hier bekommen die Prostituierten von Claudia Attig-Grabosch und ihren Kolleginnen eine Suppe, Kondome und Zuwendung. Kriegst du das alles so mit, ja? Ja, natürlich. Kaffee? Das ist alles in die Tasche, ne? Hinten im Büro spricht die Sozialarbeiterin Olja Kretscher mit einer bulgarischen Prostituierten. Seit der EU-Osterweiterung sind viele Mädchen wie Ina hierher gekommen. Sie fliehen vor der Armut in Bulgarien. Sie will nicht erkannt werden, weil sie zu Hause erzählt hat, sie würde kellnern. Viel erfahren wir nicht. Olja und die Frau aus Bulgarien werden von der Polizei genauso überrascht wie wir. Das Gespräch wird abgebrochen. Die Razzia gilt eigentlich den bulgarischen Roma. Sie will die Stadt Dortmund loswerden. Aber alle Prostituierten und Freier werden kontrolliert. Die Deutschen ärgert das. Das ist eine Hexenjagd, weil nicht jede Prostituierte ist kriminell. Man kann die Prostituierten nicht mit Kriminellen gleichsetzen. Wir gehen hier ganz normal unserem Gewerbe nach. Bilanz: von mehr als 50 Prostituierten hat eine ihren Ausweis vergessen. Jetzt wird behauptet, die wären lauter Kriminelle. Und das ist einfach nicht wahr. Das ist nicht wahr. Am Morgen des gleichen Tages sieht der Straßenstrich ganz anders aus. Er sieht ruhig aus. Aber unter den Prostituierten herrscht Streit. Auch die deutschen Prostituierten wollen die Bulgarinnen loswerden. Die meisten Frauen wollen nicht mit uns reden, denn sie haben Angst, von der Familie erkannt zu werden. Und sie haben Angst vor den bulgarischen Zuhältern. Tanja ist bereit, mit uns zu sprechen, aber nur abseits in einem Waldstück. Die Freier sind alle total versaut, weil sie das bei den Bulgaren schon für 5 Euro, für 10 Euro kriegen, wo wir für 30 haben wollen. Das läge am Druck auf die Roma-Mädchen, sagt sie. Die Zuhälter bringen die Mädchen, das habe ich noch vor gut einer Woche gesehen. Und dann kommen sie eine Stunde später, kommen die Zuhälter wieder. Und dann haben die Mädchen kein Geld verdient, dann kriegen die Mädchen Schläge. Ich habe es selber gesehen. Die meisten von ihnen kommen aus Plovdiv in Bulgarien. Täglich fährt ein Bus von dort nach Dortmund und zurück. 38 Stunden dauert die Fahrt hierher, ins größte Roma-Ghetto in Südosteuropa. Knapp 50.000 Roma hausen unter erbärmlichsten Bedingungen, Ergebnis jahrzehntelanger Ausgrenzung. Europa scheint hier ganz weit weg, niemand räumt den Müll weg. Zwischen den Betonbauten sind elende Behausungen zusammengeschustert. Acht, neun Familien leben hier auf einem Hof. Es gibt keinen Platz für eine Toilette, das Wasser kann nicht abfließen. Wir leben mitten in diesem Gestank, schlechter als die Hunde. Fast niemand hier hat Arbeit. Nur wenige haben auch nur eine Grundschule besucht. Sie haben keine Hoffnung. Das Elend treibt die Leute nach Westeuropa und es wollen immer mehr kommen, besonders nach Dortmund. Deshalb reagiert die Stadt und will den Strich schließen mit dem Ziel. Die Botschaft Richtung Plovdiv, dort in Dortmund ist nicht leichtes Geld auf dem Strich zu verdienen. Ich denke, das ist auch im Interesse der Frauen, die hier teilweise zur Prostitution gezwungen werden. Das ist aber auch im Interesse der Nordstadt. Und im Interesse von Heinrich Möder. Er ist engagierter Anwohner in der Nordstadt und nimmt uns mit. Denn mit den Frauen aus Bulgarien kommen auch die Männer und bestimmen hier das Bild. Viele sollen Kleinkriminelle sein. Geschäfte schließen, Nachbarn ziehen weg. Die Nachbarn, die bleiben, sind sauer.
Hier der Laden, der mit den weißen Fliesen, das ist ein Wettbüro, soll da rein. Ja, sag ja. Wettbüros, Dönerbuden, Internetcafés, wir leben hier nur noch von diesen Geschäften. Ja. Ja, und hier Fahrschule zugemacht. Fahrschule hat zugemacht. Hier der Bioladen, hier der Bioladen, der hat zugemacht. In dem Haus wohnt nur noch der Eigentümerin. Die Eigentümerin, die will auch nicht vermieten, die hat Angst. Ja. Ne? Gleich gegenüber eines der Häuser, in denen Roma lebten. Müll und Gestank schockten die Anwohner. Im Hinterhof Müllentsorgung wie in Plovdiv. Und nicht nur die Deutschen sind sauer. Etwas weiter treffen wir einen türkischstämmigen Kioskbesitzer. Wenn hier am Tag eine Deutsche zu sehen, freue ich mich. Wie lange sind Sie schon hier im Geschäft? Seit 17 Jahren. Seit 17 Jahren? 17 Jahre. Da haben Sie praktisch alles mitgekriegt. Ne? Aber wie? Waren früher mehr Deutsche früher da? War mehr Deutsche da und die hier. Umgebung, schönste Umgebung war. Und was erleben Sie jetzt hier? Jetzt kotze ich hier. Ehrlich. Abends auf dem Straßenstrich, den es bald vielleicht nicht mehr geben soll. Vor 11 Jahren wurde er geschaffen, damit die Prostituierten nicht mehr im Wohngebiet stehen. Und in Zukunft? Man kann sich ja vorstellen, dass die nicht von heute auf morgen weg sind. Die werden ja weiter ihrer Tätigkeit nachgehen. Und die Freier sind so schlau genug, dass sie schnell wissen, wo die Frauen sich wieder hinstellen. Und das Ganze ist dann so wie damals, nur mit viel, viel mehr Frauen. Und mit viel, viel mehr freier Suchverkehr und viel, viel mehr Polizeieinsätzen. Und das Ganze ist einfach fatal. Nicht nur der Strich, auch die Nordstadt wird von der Polizei kontrolliert. Hier treffen wir Heinrich Mödder wieder. Der freut sich über die Razzia. Es gibt ein paar Festnahmen. Das kann die Bürger aber nicht beruhigen. Derzeit ist die Situation sehr gespannt, angespannt. Wo sollen sie hin, die Roma? Laut EU-Recht dürfen sie hier sein. Aber die Polizei macht Druck. Die Polizei will sie. Nicht in Dortmund. Und der Rest ist mir für mich als Dortmunder Polizist zurzeit wirklich erstmal egal. Da stehe ich auch ganz offen zu, muss ich sagen. Das Problem an sich wird nicht zu lösen sein. Ein Problem wird eine andere Kommune haben. Sollen doch die anderen nach einer Lösung suchen. Dortmund verdrängt das Problem. Das scheint aus Sicht der Stadt die einfachste Lösung.